Land of the Vikings. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ich habe sogar schon mal angefangen vor ein paar Monaten. Und dann irgendwann, ja, haben sie ein Update gemacht. Ist wie bei Anschluss. Und dann ist halt Early Access. Kannst du deine gesaveten Games nicht mehr spielen. Aber um mal reinzugucken, ist es wirklich perfekt. Also, es ist ein Survival Colony Sim Game, wie man es so schön sagen würde. Du musst deine Stadt zu Ehre, Ruhm und sonstiges führen und die Wikinger halt aufbauen. Nordic Prospective Viking Origins, so könnte man es auch nennen. Aber ja, gibt es auf Steam im Early Access und macht wirklich, wirklich Spaß. Auch größere PC-Zeitschriften haben das Ganze schon getestet. Land of the Vikings, wie schreiben sie es schön bei der GameStar, ist ein Aufbauspiel im Banished-Stil, das im hohen Wikinger-Norden angesiedelt ist. Der Early Access-Titel spielt sich schon ganz gut, hat aber ein großes Problem. Und was das ist, das solltet ihr euch dann selber einfach mal durchlesen. Wir werden es dann gleich mal durchspielen. Naja, durchspielen kann man nicht sagen, aber anzocken. Ja, Land of the Vikings. Wie gesagt, ich finde es schön. Gemacht hat es übrigens Labs Games, das ist der Entwickler. Release ist viertes Quartal 2023 und der Early Access Release ist seit dem 8.11. vorhanden. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal kurz rein und dann, ja, könnt ihr euch ein eigenes Bild machen. Soll ich weiterspielen? Soll ich nicht weiterspielen? Ihr kennt das Ganze. Kommt immer drauf an, ne? So, wie nennen wir unser Village-Name? Ist Ulu. Ulu ist auf alle Fälle nicht der richtige Name. Wir nennen das typische Wikingerdorf Mainz, weil da wohnen die Wikinger. Kennt man doch, oder? Nein, natürlich nicht. Ach ja, wir gehen einfach mal. Kirby ist auch gut. Hotoft. Nein, wir wollen natürlich einen schönen nordischen Namen. Kirkby. Ravenheim. Das klingt doch mal schön. Dann können wir auch unseren Banner bearbeiten. Unser Banner wird blau sein. Ja, unser Banner wird blau sein, der Inhalt wird weiß sein, das ist schon mal gut. Tja, schauen so Raben aus. Das ist eher die Taube, aber man weiß es nicht. Man kann hier noch einiges auswählen. Dieses Symbol kenne ich. Wolf wäre natürlich auch gut. Nein, wir nehmen den hier. Komm, der sieht gut aus. Ein bisschen kleiner das Ganze, geht das? Ja, das geht. So, dass es dann auch drauf passt. So machen wir das. So sieht das gut aus. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal rein. Start the game. Und wenn sich dann was tut, wollte ich gerade sagen, dann geht's los. Aber es geht ja eh schon los. Also, lasst uns einfach mal in Land of the Vikings schauen und dann schauen wir mal. Ich bin ja eigentlich kein Fan von so Aufbaustrategie-Simulationen eigentlich, sage ich. Ich verstehe sie meistens nicht, beziehungsweise sie sind mir zu komplex. Ich vergesse immer irgendwas zu tun und dann geht wieder das kaputt. Ihr kennt das. Also ja. Das Einzige, was ich gerne gespielt habe, war SimCity. Da haben wir auch schon das Tutorial. Und hier kann man schön lesen: You can learn how to develop and manage your village by following this tutorial. Das werden wir mal tun. Einfach mal das Tutorial durchspielen. So, in this section there are keys that you need to use to develop the village. Also hier haben wir die, ja, sie nennen es Schlüssel, um das Dorf aufzubauen, voranzutreiben, zu entwickeln. Erklärt sich aber auch von selbst. Die Axt ist für Bäume zu fällen. Steht auch hier so: By pressing this button, you can select the trees you want to cut. Available villagers will cut down the trees of your choice and take the wood to the warehouses. Ja, und dann gibt es noch einen schönen Reminder da unten. Da steht: As long as no settlements are established near the felled tree stumps, trees will continue to regrow. Okay, eigentlich auch ganz einfach. Das heißt, die Bäume wachsen immer nach. Außer man settelt, also man baut dort ein Haus oder ähnliches. Ja, mit der Spitzhacke werden wir logischerweise Steine abbauen. You can select the rocks you want to dig by pressing this button. Available villagers will dig the rocks of your choice and take them to the warehouses. Auch klar. So, und dann mit dem Hammer können wir dann Häuser bauen etc. By pressing this button you can select the building you want to build from the menu and put it in a suitable location. If you have enough resources and builders, the
The construction will start. Also ganz einfach, damit bauen wir Häuser. Mit dem anderen können wir dann Demolition, also wir werden dann der Demolition Man und können Häuser abreißen. Ich könnte es jetzt vorlesen bei pressing the button oder this button. You will enter the Demolition Mode. While the Demolition Mode is active, you can click on the constructions or buildings to order Demolition. Ja, dann remember, when some buildings are demolished, the resources inside may also be destroyed. Das heißt, man muss immer aufpassen, weil alles, was dann, wenn ich ein Warehouse zerstöre, das ist voll mit Holz, ist das ganze Holz nachher auch verloren. So, dann haben wir Straßen. By pressing this button, you switch to road mode. You can add roads in appropriate places while in path mode. Villagers prefer to go by road when they are going to their destinations. Walking on the road gives villagers a speed bonus. Also, die gehen natürlich gerne auf Straßen, so wie wir alle, und deswegen machen wir das dann auch, dass wir Straßen bauen, beziehungsweise das, was wir gebaut haben, miteinander verbinden. Hier unten haben wir das Management. Auch ganz einfach, from the sections. You can see the resources villagers are and another. Nee, nicht another, sondern other management tools in your village. Okay. So, und dann auf der Seite rechts können wir den Speed etwas erhöhen, wenn etwas, ja, wenn wir eine Phase haben, wo wir warten müssen, dann können wir einfach den Speed erhöhen und dann funktioniert das ganz gut. 1, 2, 4 und 8 ist der Speed, den wir einstellen können. Und dann oben in der Mitte sehen wir ja die Tage, Monate in dieser Sections, beziehungsweise auch die Jahreszeit, wenn ich mich richtig erinnere. Tja, und dann geht es auch schon los. So, es ist das hier 0 Tag 3. Wir können hier sogar noch ein bisschen scrollen. Ich mache mal Pause. So, seht ihr, wir können jetzt hier ein bisschen umeinander fahren, wie man so schön in Bayern sagt. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ja, genau. Seht ihr das? Ja, yeah, ich liebe es. Wenn man mit der Maus etwas kann, dann auf Kühe gehen oder so ähnlich. So, ich kann hier ran scrollen. Ich kann hier mit dem mittleren Mausrad zoomen oder weggehen. Kennen wir alles. So, dann gehen wir doch mal hier gucken. So, das dürfte der Ort sein, an dem wir später das Holz bauen. Also mit der, ja, das Holz bauen, also zu Planken verarbeiten, zu Brettern. So, hier sehen wir, steht da auch was Schönes? Ja, Poorhouse. Das ist der Carpenter. Genau, also der, was ist ein Carpenter? Carpenter ist für mich eigentlich der Teppichmeister. Naja, er macht halt die Planken und macht aus Holz Bretter. Dann haben wir hier unser Longhouse. Das Longhouse ist nichts anderes als wie, ja, wie sagt man so schön, der Treffpunkt aller starken Wikinger. So, kann ich näher rangehen? Also ich kann, das ist das nächste, wo ich rangehen kann. Das sind ein paar Leute, die kann ich übrigens auch anklicken. Bam, seht ihr? Und da steht auch noch schön der Name da. Brauchen wir und einige mehr Informationen. Das sehen wir dann aber nachher gleich. So, ich wollte jetzt einfach mal gucken, was hier steht. Hier hinterlassen die Developer ab und zu mal Hinweise. You shouldn't see this text. We didn't have time to fix the camera. So let's pretend this never happened. Ja, genau. So, hier auch mein Wappen. Hier haben wir eine Ente. Und Halidori Ragnars Dottir, das ist Ragnars Tochter, wenn ich das richtig interpretiert habe. So, hier wird gelagert, Holz, Steine, sonst was, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dann haben wir noch ein paar Poor Houses und ich würde sagen, ja, wir gehen einfach mal und fangen einfach an. So, ich lasse mal weiterlaufen und dann gucken wir mal, was da steht. Da steht Gather Wood and Stone. Okay, also nochmal Pause machen. Wenn ich jetzt die Axt klicke, dann seht ihr ein kurzes Video, was ich machen kann, was ich machen muss. Das heißt, ich gehe einfach mit der Axt auf Bäume und ja, ihr seht das, fahre mit der Maus hin und her und dann werden die Bäume markiert als eben, wie sagt man so schön, dass sie abgeholzt werden. Dasselbe eben mit der Spitzhacke und dem Stein. Verstehe ich. Deswegen machen wir das jetzt auch mal so. So, seht ihr? So, wir gehen mal hin. Wo reißen wir denn die Häuser ab? Ich würde sagen, auf alle Fälle hier, hier, hier. Hier, 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 hier. Kann man alles mitnehmen, oder? Ja. So, dann kann ich jetzt mal... noch wo gucken. Kann man alles mitnehmen. Kann man alles mitnehmen. Ich denke, das reicht erstmal. So, dann machen wir dasselbe mit dem Stein.
Stein brauchen wir auch. Das heißt, da gehen wir aber trotzdem hier hin. Hier hin. Das ist nichts, was ich abbauen kann. Da kommt nachher mein Hafen hin. So, den können wir noch mitnehmen hier. Ja, den auch, den auch. Das müsste dann mal reichen, würde ich sagen. So, dann lassen wir mal weiterlaufen. So, das Objective ist geendet. Dann assign a worker to the carpenter. Kann ich auch machen. Das heißt, wir gehen jetzt hier und klicken auf den Carpenter. So, jetzt gehen wir hier auf den Worker, klicken hier drauf und jetzt suchen wir uns einen Worker aus. Und ihr seht ganz oben, also hier, was für ein Talent benötigt wird, nämlich Kraft, also Power. Und jetzt suchen wir uns einfach einen aus, der dieses Talent eben hat. Hier seht ihr, die Kraft hat er 1, 1,3, 0,7, 1,5, 1,6. Der 1,6er wäre gar nicht mal so schlecht. Und jetzt müssen wir natürlich auch schauen, haha, das ist nämlich gut, wie lange braucht der Typ nach Hause, weil die Leute auch gerne einen kurzen Arbeitsweg haben. Können wir auch mal gucken. Und das seht ihr nämlich rechts außen. 46 Meter, was eigentlich nichts ist, 50 Meter. So, 46. Und ich glaube, der 1,6er, oder was wir da gesehen haben, der wird es wohl werden. Ich finde jetzt 53 Meter ist nicht viel. Das heißt, wir nehmen ihn. So, dann haben wir ihn drin und dann müssen wir das Ganze eben noch aktivieren. Momentan ist es closed. So, ich mache mal open. Dann kann es auch schon losgehen, würde ich sagen, oder? So. So, have 3 wood and 20 stones. Das passiert dann gleich automatisch. Ist immer noch geschlossen, kann das sein? Aber es hat schon seine Richtigkeit, also es hat schon funktioniert. Schauen wir mal weiter, was da noch auf uns zukommt. Ich höre die Vögelchen. So, die Hüsli sind auch da, machen. So, er, wo geht er hin? Er hackt wahrscheinlich Stein. Ja. Dann müssen wir einen Marketplace errichten, also einen Marktplatz, einen Builder assignen zum Marktplatz und einen Marketeer. Okay, das kriegen wir wohl hin. Aber jetzt lassen wir erstmal hier ein bisschen was anbauen, hätte ich gesagt, abholzen etc. Ja, work has stopped in this building. Ist auch klar, ist verständlich. Ist ja nichts drin. So, jetzt habe ich es nochmal aufgemacht. Dann gucken wir doch mal nach dem Marketplace. Da ist er. Jetzt zeigt er uns, hey, wir bauen jetzt mal einen Marketplace. Können das Ganze eben auch drehen. So, okay. By using the Z and Mouse Keys, bla bla bla, okay. Die Frage ist, wo setzen wir es hin? Direkt hier vor? Oder hier vor? Schwierige Frage, ja? Schwierige Frage. Ich hätte es ja gerne hier hingesetzt. So mache ich das auch. So, dann klicken wir mal drauf. Werden wir einen Builder assignen. Das haben wir gerade getan. Und nachher dann, wenn es fertig ist, assignen wir einen Marketeer. So, die Bäume werden schön gefällt. Das ist gut. Dann können wir die Steine hier auch noch mitnehmen. Die habe ich vorher nicht gesehen. Schön. Und hier nehmen wir die Bäume noch mit, die paar. Da hinten kann alles noch geschützt bleiben, finde ich auch in Ordnung.
So, und dann harren wir der Dinge und warten, was da auf uns zukommt, würde ich mal sagen. Wir erfüllen jetzt einfach mal Schritt für Schritt die sogenannten Missionen. So, da gehen wir mal gucken hier. So, machst du schon was? Ja. Guter Mann, Arbeit ist wichtig, sagt er immer. Er muss die Holzbretter machen, damit wir auch nachher Schiffe bauen können. So, gehen wir mal in das Haus gucken. Was gibt es denn da Schönes? Nix, okay. Ist lustig, er geht immer von der Kamera wieder nach oben. Das heißt, ich kann da nichts. Es ist nachts, sie bauen immer noch weiter, auch okay. Übrigens ist das Early Access Version 0.7 AV. Cool, oder? So, die Map sieht auch noch recht nett aus, finde ich. Da können wir also auch noch groß bauen. Von da hinten greift eh keiner an, würde ich sagen. Aber sieht schon schön aus, oder? So, ein bisschen mal von oben gesehen. Ja, das Tutorial spielen, glaube ich, ist gut. Dann komme ich nochmal in das Game rein. So, und wie steht ihr zu Aufbau, Simulation spielen? Jetzt sagt nicht Anno 1800 irgendwas ist euer Ding. Kann ja auch sein. Man weiß es nicht. So, jetzt wird es gleich wieder Tag. Da hinten sind die Schweizer Alpen, schon gesehen. So, das könnte mal ein bisschen schneller gehen hier mit dem Marktplatz. Gut, wahrscheinlich brauchen wir noch ein bisschen mehr Holz. Steht ja unten. Naja, ja. Wir haben ja Zeit. Ich kann jetzt übrigens den Speed erhöhen. Damit da mal was passiert. Damit da mal was weitergeht, wie man so schön sagt. Drei, vier, fünf und gleich kommt der sechste. Dann haben wir wenigstens das Holz schon. Dann fehlt noch der Stein. Auch das kriegen wir hin. Ach, schön, Sonnenaufgang habt ihr gesehen. So, jetzt kommen die Steine auch noch. Brauchen wir 30. Ein Baum nach dem anderen fällt. Das ist auch okay. Hier sind auch noch einige Bäume. 15 Steine haben wir schon. So, schön langsam 20. Dann können wir ja gleich weitermachen. Und oben seht ihr ja auch, was wir so schon haben. So, jetzt wird gebaut. Der Marketplace nimmt seine Formen an. Sehr schön. Und wieder ist ein Tag vorbei. Hei, hei, hei. 140 Steine haben wir schon. Bisschen viel eigentlich, aber es ist okay. Und ihr seht, unten wächst schon wieder alles nach. Also die Bäume etc. So, 8 brauchen wir noch. Upp. 4 brauchen wir noch. Da wird gehämmert und gemacht. 1, 2, 3, Handwerkstown. So wie sich's gehört. So. Kommen hier noch welche? Nächster Tag schon wieder. Ja, da kommt wieder was, genau. So, er hat jetzt gesagt, ist keine Action mehr, oder was? Wie keine Action mehr? Bau einfach das Ding fertig. Priority. Also er macht's ja auch. Genau, er baut jetzt hier fertig. Das heißt, ich kann ja eigentlich es noch so weiterlaufen lassen, schön schnell. Genau. So,
Der Marktplatz kommt, da kann man sich sogar hinsetzen. Das ist ein kleiner Marktplatz, aber ich glaube, es geht da ums Verkaufen von Obst, Gemüse, Fleisch und sonst was. Wissen die Leute, dass das ein veganes Wikingerdorf sein sollte? Wahrscheinlich nicht. So, fertig ist der Marketplace. Es hat geheißen Assign a Marketeer. Dann schauen wir doch mal, was der Marketeer benötigt. Ihr seht es ja hier. Schnelligkeit ist das Talent, was er braucht. Gut. Dann holen wir uns einen, der Schnelligkeit hat. 2,5, 66 Meter. Hm. 2,143 Meter. Also der Nachhauseweg, ne? Ich würde sagen, da es schnell ist, können wir es genau so machen. So, und jetzt steht dann da, decorate your village. Create roads to connect your buildings. At least 10 decorations. Würde ich sagen, können wir ja mal machen. So, was hat er jetzt hier noch an Informationen? Marketeers collect all the food for the marketplace and the villagers buy these food from the marketplace. Erklärt sich also von selbst. So, und ich drücke immer den falschen Knopf, aber das ist so. So, kannst du die Information wieder ausmachen? Kannst du nicht? Gut. Schade aber auch. So, dann gucken wir noch mal, dass wir jetzt ein bisschen... So, ich hätte gerne diese Information weg. Mich nervt die. Kennt ihr das, ne? Ihr kennt das, ja, hundertprozentig kennt ihr das. So, wenn ich jetzt hier weggehe, ist es immer noch da. Das heißt, wir machen jetzt nichts anderes als wie das, was da steht. Wir bauen jetzt Straßen, um das Ganze eben zu verbinden. Jetzt ist die Frage, gehen wir mal ein bisschen weg und gehen mal ein bisschen nach auf diese Ansicht. Viel ist ja noch nicht da. Das heißt, wollen wir die Straße hier durchziehen? Ich hätte jetzt gesagt, ja, wir bauen sie einfach mal so, wenn das funktioniert. Ja, ich klicke mal hier. Geht das? Ah, ich kann nur so machen. So. 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 Dann gehen wir hier runter. Hätte ich jetzt mal gesagt. Einfach so. Ah ja, und jetzt fehlt uns wieder irgendwie Material. Kann das sein? Oder darf ich hier nicht bauen? Auch lustig. Irgendwie ist es lustig, aber ja. Ihr werdet euch denken, was macht der da? Ich kann es euch sagen, was ich mache. Ich versuche... Gut, ich muss jetzt hier um die Steine rumbauen. Ein bisschen blöd, aber ja. So. Einfach mal erstmal so. So. Kann ich jetzt die Straßen bzw. das Zeug hier verbinden? Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ich glaube schon. Can't be put here, aber hier geht's. So, schön. Dann kannst du schon mal in die Arbeit gehen. Hier ist es ja eigentlich schon dran, würde ich sagen. Aber sicher ist sicher. Auch du. Bleib einfach an, hätte ich gesagt. So. Auch du. Dann zum Dorfeingang bzw. zum Longhouse bauen wir da auch was hin. Zu ihm hier auch. Da sind da sogar zwei, okay. Und hier auch noch. Dann haben wir schön mal alles verbunden. Okay, machen wir es so. Passt schon. So, 10 Decorations sollen wir da noch hinbauen. 10 Decorations. Wenn der das sagt, dann werden wir das tun. Die Frage ist, was? Schauen wir doch mal. Decoration. Ah ja, eine schöne Torch.
Schön auf dem Weg. Ja, hat schon was von Straßenlaterne, hä? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann machen wir hier auch noch eine hin und hier auch. Tja, wir beleuchten unser Dorf so viel. Wie es aussieht, ist erstmal egal. 1, 2, 3 und so weiter. So, was nehmen wir dann noch? Eine Fire Pit. Nein, die gehen ja eh noch nicht. Eine Brücke? Nein. A Goat Trophy. Okay. Können wir auch machen. Reicht ja erstmal eine. Ja, nimmt doch schon mal Formen an hier. Hm? Land of the Vikings. Ein Archery Target könnten wir auch noch hinbauen. Einfach, weil es lustig ist. So, was steht jetzt da? Build a Catherer's Hut. Then assign a Catherer and gather your first fruit. Kriegen wir hin. Schauen wir mal. Production wäre das, wenn dann, oder? Ich bin mir gar nicht so sicher. Da ist der Carpenter. Food wäre das, logischerweise. Genau, da ist die Gatherer's Hut. Und ich möchte es ja gerne ein bisschen gerade haben. Jetzt ist die Frage, wohin? Ich würde sagen, hierhin. Genau. Dann baut mal schön. Habe ich noch genug Holz? Ich weiß es gar nicht. Deswegen am besten ist, wir holen uns noch ein bisschen. Damit das nicht verloren geht. So, das müsste reichen. Stein haben wir auch noch ein bisschen. Was war das eigentlich? Naja. Gather food. Genau das werden wir tun. Ich sollte. Ja gut, einer arbeitet schon dran, das ist okay. Ich kann auch zwei dran arbeiten lassen. So, mal ein bisschen schneller machen hier. So, da kommt schon der erste und bringt was. Der nächste. Sind alle recht müde, kann das sein? Aber ja. Wenn Sie meinen. 2, 3. Langsam nimmt das Ganze Formen an. Es wird Nacht, die Lichter gehen an. Schön, hä? Hallo? Auch lustig. So, jetzt kommt langsam was. Dass wir ein bisschen Essen einsammeln können für unsere lieben Wikinger, damit die nicht verhungern. Und dann können wir wahrscheinlich noch Häuschen bauen, damit auch jeder unserer Wikinger ein kleines Häuschen hat. Wir werden irgendwann einen schönen Hafen bauen. Naja, kennen wir doch, kennen wir doch, kennen wir doch. So, jetzt aber, jetzt geht's gleich los, dann ist die Sammelhütte auch voll. Fertig, voll fertig. Und am Marktplatz wird es dann verkauft. Haben wir ja alle schon gelernt, haben wir das. So, wenn ich mir die Information hier anklicke,
Dann seht ihr das. Most important resource ist das Essen. Taken market by the marketeers from the buildings where they are produced or collected. And from there they are distributed to the houses. Macht Sinn. Macht sogar total viel Sinn. Da werden wir wahrscheinlich irgendwann sogar mehrere brauchen als eine. Aber ja, soweit sind wir noch nicht. Tag 7. 24. Ja. Ihr seht ja oben selber, was hier steht. 200 Stein. 24 Planken und 46 Stück Holz. Die Kuh geht vorbei und guckt sich das Ganze an. So, macht mal hin hier, damit was weitergeht hier. So, fertig. Jetzt wird gebaut. Schön. Es geht voran. Und gleich ist sie fertig, die Hütte. Dann können wir noch einen Caterer praktisch assignen. Und unsere ersten Früchte sammeln. So, wir machen mal Pause. Wir werden jetzt den Früchtesammler einstellen. Wir sehen oben, was wir benötigen. An Talent, eben Schnelligkeit und Glück. Gucken wir mal, was wir da so haben. Sieht ja auch alles ganz nett aus. Der erste war für mich bis jetzt der beste. Tja, dann kann die gute Dame jetzt hin und dann würde ich sagen, müssen wir wohl, glaube ich, müssen wir noch was tun, ich weiß es gar nicht. Eine ist drin, im Haus. Gut, man sieht nicht viel. Ich müsste wahrscheinlich wieder auf Play machen. Das macht Sinn. So, sammelt die gute Dame jetzt ihr erstes Gemüse? Wahrscheinlich schon. So, auch sie ist verbunden. Fruit and herbs and all. Aha. Seasons except winter. They do not work in winter. Gut zu wissen. Sie arbeiten nicht im Winter. Ja, die Frage ist, sammelt sie jetzt schon oder sammelt sie nicht? Ist sie, wo ist sie denn eigentlich? Kann ich zu ihr gehen? Gut, das wird wohl ihr Vater sein und ihre Mutter, steht ja auch da. Wäre noch lustig, wenn ich jetzt sehen würde, wo sie sind. Ah ja, ich kann den Nicknamen ändern. Wir nennen sie einfach mal Fruity. Entschuldigung, das musste sein. So, wenn ich jetzt wüsste, wo Fruity ist, Fruity sammelt bestimmt, nur wo? Also das ist ja bestimmt jemand anders. Fruity müsste, wenn dann, irgendwo sein. So, kann ich das nochmal wegmachen? Nein, natürlich nicht. Ich würde ja gerne was sammeln, aber funktioniert nicht so, wie ich das gerne hätte. Noch nicht. Kann ich eigentlich die Steine hier auch noch wegmachen? Nein, seht ihr? Die gehen nicht weg. Kann ich sie demolischen? Nein. Oder? Nein. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo Fruity rumläuft. Dann könnte ich mir das Ganze mal näher anschauen. So, kommt Fruity eventuell da? Nein. Oder?
Ja, wir wissen, was wir tun müssen. Da ist Fruity. Wir gucken mal, was Fruity macht. Wahrscheinlich geht sie jetzt sammeln. Wir bleiben mal in ihrer Nähe. Kann man ja mal machen. Gute Dame. Immer schön auf der Straße bleiben. Genau, das ist sicher. Warum gehst du dort vorbei? Nein, gehst du gar nicht. Yay, Fruity sammelt Früchte. Habt ihr es gesehen? Finde ich gut, liebe Dame. Und das im Dunkeln. Wow. So, jetzt geht sie wohl ins Haus zurück und dann haben wir unsere ersten Früchte gesammelt. Wahrscheinlich. Und dann kann es weitergehen. Hier stört mich noch nicht mal die Musik. In Land of the Vikings. So, wo gehst du hin? Ich sag mal nix. Gehst du nach Hause? Oder gehst du noch mal was sammeln, weil hier auch noch was ist in der Nähe? Ja, das macht wohl Sinn, dass man das tut. Erst 20.000 Kilometer woanders hingehen. Und dann geht man zu dem Busch, der dieselben Beeren enthält, in der Nähe vom Haus. Das nennt man clever. Clever ist sie ja. So, jetzt gehst du aber ins Haus und dann haben wir unsere ersten Früchte gegathert. Oder nimmst du die auch noch mit hier? Hallo? Also ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt da reingeht. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht, was sie tut. Ich lasse sie mal machen. Ich lasse sie mal machen. Ganz einfach. So, wir erhöhen den Speed ein bisschen. Ah ja. Sie grast jetzt eigentlich jeden Busch ab in der Stadt, im Dorf. Lustig. So, gehst du jetzt hin? Ah ja, noch einen. Bald hast du wirklich alle. Aber gut, so viele Wikinger, wie wir haben, die brauchen schon einiges an Beeren. Das ist so, die brauchen das. So, und jetzt? Ab, ab, ab and away. Back in the hut. Gehst du rein? Gehst du rein? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Yay, sie hat es getan. So, und jetzt mache ich mal Pause. Jetzt steht hier Threadmans. Build Warehouse and assign Warehouse Workers. Build a Herbalist Hub. Assign a Doctor and find Herbs. Ganz einfach. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns im nächsten Let's Play an, wenn ich dann noch weiterspielen darf. Man weiß ja nie, was passiert. Aber hat Spaß gemacht hier mit euch. Das nächste Mal schauen wir einfach weiter. Saven kann ich. Dann gucken wir mal, dass das auch funktioniert. Ragnar Hesi war mein erstes Game. Das durfte ich aber leider nicht weiterspielen. Keine Ahnung. Egal. New Save. Bam. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Hat auf alle Fälle Spaß gemacht. Oder wie seht ihr das? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ihr es genauso seht wie ich. Also, ciao, ciao. Für euch am Mikro war der Frank.